Was geht ab? Ich bin zurück, schon wieder mit einem Video. Auch ich profitiere davon in gewisser Hinsicht, beziehungsweise ich mache das Beste draus, was in letzter Zeit so abgeht. Ich habe ein bisschen mehr Zeit, auch mehr Zeit für euch, Content zu produzieren, wie ihr merkt, anderen Content, die Workouts zu Hause, Workouts, wo ich einfach alleine auf den Platz gegangen bin und die Kamera hingestellt habe und für euch einfach die 5 Minuten, die 10-minütigen Ballhandling- und Dribbling-Videos gemacht habe. Und so auch jetzt. Ihr habt schon am Titel des Videos erkannt, was die Nachricht ist, beziehungsweise was meine Meinung ist, vor allem für euch Basketballer, die ambitioniert sind, egal ob ihr Jugendspieler seid und es in die nächste Mannschaft schaffen wollt, in den nächsten Auswahlkader, oder ob ihr vielleicht schon professionell spielt und da auch nochmal den nächsten Step in eurer Karriere machen wollt. Und zwar, was ich, und ich habe ja mit vielen Athleten zu tun, mit Jugendspielern, mit Profis, und ich bewege mich in diesem Basketballumfeld einfach und habe jetzt auch die letzten Wochen natürlich mit vielen Spielern immer wieder Rücksprache gehalten, Kontakt gehabt, und ich kann euch eins sagen: Die Zeit jetzt, bei all dem Negativen, was passiert, ich ziehe da für mich auch viele positive Sachen raus, was ihr auch machen solltet, aber für euch, die die nächsten Schritte in der Basketballkarriere vorhaben und machen wollen, die wirklich ambitioniert sind, was zu machen, die Zeit ist jetzt. Ich sag euch das. Normalerweise sagt man ja, gute Spieler werden in der Offseason gemacht. Das heißt, wie schafft es ein Spieler, sich in der Offseason bis zur nächsten Saison zu verbessern? Und dann ist es eigentlich nur noch, ja, Resultate von deiner Offseason reinholen, das, was du dir angeeignet hast, auf den Platz zu bringen und die Dinge umzusetzen, die du dir angeeignet hast und erarbeitet hast während der Offseason, egal ob das jetzt Skills sind, Kondition, Kraft, egal was. Und wir haben jetzt diesen Ausnahmezustand, dass wir eine sehr, sehr lange Offseason haben. Das heißt, die Möglichkeit, für euch einen Unterschied zu machen, ist nochmal um einiges höher als bei einer regulären oder normalen Offseason, wo jeder irgendwie ein sehr meist kleines Zeitfenster hat, um an sich zu arbeiten. Ich habe das Gefühl, und ich habe ja, wie gesagt, mit sehr, sehr vielen Spielern bin ich im Austausch und habe da einen Einblick, dass meiner Meinung nach, und wie gesagt, das ist ein Querschnitt sozusagen durch die Basketballerlandschaft, dass viele Leute mehr machen könnten. Das heißt, wenn ihr euch jetzt entscheidet, Vollgas zu geben für die nächsten Wochen, Monate, wir können alle noch nicht abschätzen, wie lange das dauert, bin ich der festen Überzeugung, dass ihr einen Unterschied machen könnt zu allen anderen. Ja, egal um welchen Part von eurem Game das geht. Wenn ihr einen Korb habt, könnt ihr natürlich auch mit dem Korb arbeiten, an Soft-Touch-Finishes, an Würfen. Aber im Allgemeinen, und da komme ich gleich zum nächsten Thema, muss es für euch heißen, no excuses. Ja, ich habe auch mit manchen Spielern zu tun, die sagen dann, ja, ich komme in keine Halle rein, was soll ich machen? Die Freiplätze sind zu, ich kann nicht an meinem Game arbeiten. Lasst euch eins gesagt sein, wenn ihr Entschuldigungen sucht, werdet ihr immer welche finden. Ja, es geht darum, Lösungen zu suchen und einfach das Beste draus zu machen. Dazu gehört ein gewisser Wille natürlich. Ja, ohne den gewissen Willen auch in extremen Situationen sich verbessern zu wollen, geht es natürlich nicht. Aber jeder, der will, kann an sich arbeiten. Egal, ob es in den eigenen vier Wänden ist. Hier in Deutschland sind wir noch imstande, und es sieht ja eher gerade nach Lockerung aus, auch wieder rauszugehen. Das heißt, ich bin hier gerade an meinem kleinen Workout-Spot, habe mein kleines Training auf zu Hause oder hier frische Luft verschoben, was mir persönlich echt wieder gut tut. Ich habe früher öfters draußen trainiert, das ist jetzt so ein bisschen wiederbelebt. So habe ich das gefunden. Aber auch für euch, die Videos jetzt mal wieder draußen zu machen, einfach andere Wege zu finden. Wer Bock hat, guckt bei mir bei Instagram rein. Ich werde jetzt über Zoom auch Workouts anbieten. Das heißt, online da Wege finden, euch zu trainieren, wenn ihr da Bock drauf habt. Sowohl in Gruppenworkouts als auch individuell. Man findet einfach Wege. Wenn man will, findet man Wege. Ich bin jetzt an dem Punkt von meiner Karriere, wo ich bin, weil ich immer wieder Wege gefunden habe und Dinge einfach unbedingt wollte. Ja, diesen Basketball-Lifestyle beruflich umsetzen können, meine Leidenschaft mit so vielen Sachen verbinden und das machen, was ich jetzt heute mache, ist auch nur der Tatsache geschuldet oder resultiert daraus, dass ich einen Willen habe, einfach zu hustlen mit diesem Sport auf ganz vielen verschiedenen Wegen. Apropos dazu, kleiner Einschub, www.paulgudde.de, meine neue Homepage ist online, checkt die mal ab. Ich habe probiert, alle meine Tätigkeiten im Basketball-Zirkus mal zusammenzufassen und für euch und für Brands und für alle, die mit mir zusammenarbeiten wollen, egal ob es Spieler sind, ob es Firmen sind, egal was es ist, mal darzustellen. Das nur am Rande, checkt es mal ab.
Also meine Nachricht für dieses kleine Video ist, die Zeit ist jetzt. Nutzt die Zeit, die andere vielleicht nicht so nutzen für euch, damit ihr, wann auch immer wir wieder back to the game auf dem Platz sind, in euren Trainings bis hin zum Wettkampf, damit ihr da auf einem ganz anderen Level seid. Und natürlich, ihr habt den kleinen Podcast, die Unterhaltung mit Tuncay Yıldız, vielleicht unsere Diskussion verfolgt, einen der letzten Videos, wo es um die Handles in Deutschland ging. Und ich glaube, ihr könnt einen Unterschied machen, egal auf welcher Position, wenn ihr an eurem Ballgefühl, Ballhandling und Dribbling arbeitet. Egal welche Position. Wenn ihr eher unterm Korb arbeitet, habt ihr bessere Hände, um den Ball zu fangen, um ihn festzuhalten, um ihn abzuschirmen. Ja? Mittlerweile ist das Spiel eh positionslos. Das heißt, ihr müsst eh bis zum Midrange gut werfen können. Wenn ihr zu Hause einen Korb habt, übt an den Soft-Touch-Finishes. Ja? Denkt an Kyrie Irving, alle Finishes off the glass, Weekend, Stronghand, mit Spin, Jelly arbeiten lernen. Es gibt so viele Sachen, die ihr jetzt ohne Korb und auch natürlich mit Korb machen könnt, die den Unterschied machen für euch, wenn ihr zurückkommt. Besser als alle anderen, wenn ihr die Zeit jetzt richtig nutzt. Es ist eine Chance für uns alle. Deswegen, guckt nochmal auf den Titel. Die Zeit ist jetzt. Auch für dich. Auch für euch einfach Steps zu machen und besser zu werden. Dabei kann ich euch helfen, viele andere Leute mit sinnvollem und gutem Content natürlich auch. Eine kleine Sache muss ich natürlich erwähnen, www.meineoffseason.de, das Trainingsprogramm 4 Wochen mit mir als eurem Personal Skill Development Coach ist auf dem Weg. Es dauert nicht mehr so lange. Registriert euch schon mal. Es gibt 15 Ballhandling Drills, die sind for free. Die helfen euch auch schon, ein bisschen mit dem Ball besser umgehen zu können und um euer Layer-Package, Mid-Range-Game, Dribbling, in Bewegung, aber auch stationär kümmern wir uns dann, wenn das komplette Programm rauskommt. Also, seid fleißig, nutzt die Zeit und wir hören und sehen uns im nächsten Video.